In dieser Folge von Chase 2018 erwarten euch Staubteufel. Eine mega fette Schafcloud. Fett! Das ist fett! Und der wohl ruhigste Moment, den ich bei einem Gewitter je erlebt habe. Ja, herzlich willkommen an diesem viel zu heißen Tag Ende Mai. Die Luft hat sich ordentlich aufgeheizt bis zu 34 Grad. Es ist schwül und man spürt förmlich, dass die ersten Gewitter nur darauf warten, hochzugehen. Das Einzige, was noch fehlt, ist der letzte auslösende Faktor. Sprich, etwas, was der Luft verhilft, aufzusteigen und zu kondensieren. Und das ist in diesem Fall eine Konvergenzlinie. Dort treffen zwei Winde aus unterschiedlichen Richtungen zusammen und da die überschüssige Luft irgendwo hin muss, wird sie zum Aufsteigen gezwungen und reißt dabei die ganze labile, feuchte Luft mit sich, die dann in gigantischen Gewittertürmen nach oben explodiert, wie hier bei Bitterfeld zu sehen. Wenig später brachte mir die kalte Luft aus dem Niederschlagsbereich etwas Abkühlung, sorgte auf den staubtrockenen Feldern aber auch für ein sehr cooles und sehr interessantes Phänomen. Staubteufel. Alles, was wir hier sehen, wurde von der Gustfront ausgelöst. Also sozusagen von der Outflow Boundary, von dieser vorigen Zelle. Zieht jetzt alles ganz langsam Richtung Westen. Man sollte sich da genug kalte Niederschlagsluft ansammeln und sich einen Coldpool bilden. Dann könnte das möglicherweise ganz schön werden. Krummelt auf jeden Fall ganz gut. Ja. Mal sehen, vielleicht werde ich mich noch ein bisschen davor setzen. Ich weiß es noch nicht. Momentan zieht es nicht mehr ganz so schnell, aber ich will auch nicht wirklich riskieren, zu weit zurückzufallen. Der Grund, warum ich hier gerade so mit mir selber hadere, ob ich schnell weiterfahre oder noch warte, ist folgender. Das Rapid HD-Modell von Kachelmann-Wetter hatte in der Nähe von Magdeburg die Ausbildung einer möglichen, ja, größeren Zelle prognostiziert, die eventuell auch eine Shelfcloud hervorbringen könnte. Von meinem dafür vorgesehenen Zielgebiet war ich allerdings noch relativ weit entfernt, deswegen beschloss ich ich beschloss schnell dorthin zu fahren. Und wie es sich gelohnt hat. Darauf habe ich gewartet. Wenn sie sich jetzt noch ein bisschen besser formiert, dann bin ich happy. Wow! Es kratzt am Boden.
Yeah! Geil! Oh, fett! Das ist fett! Ungeachtet meiner Freude darüber muss man auch immer die andere Seite betrachten, denn nur ein paar Kilometer von mir entfernt fielen in einer Stunde über 60 Liter pro Quadratmeter an Regen und überflutete weite Teile von Magdeburg. Keller liefen voll, die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Schlimmere Folgen gab es glücklicherweise nicht. Trotzdem möchte ich an diesem Beispiel nochmal darauf hinweisen, dass wir als Chaser auch immer die andere Seite betrachten müssen. Nämlich, was die Zelle, die wir gerade filmen, fotografieren und ganz toll finden, vielleicht für andere Menschen bedeuten könnte, die direkt von den Folgen betroffen sind. Doch wie so oft dachte ich darüber in diesem Moment gar nicht nach, sondern freute mich einfach nur über diese wunderschöne Shelf Cloud und genoss deren Aufzug. Seht euch diesen dicken Brummer an. Ich bin bei Schleibnitz, westlich von Magdeburg. Ich glaube, ich komme langsam in den Regen, aber es ist so fast stationär. Ich musste mich nicht bewegen die ganze Zeit. Ich könnte die ganze Zeit zuschauen, wie es da rumeiert. Und meine Fresse, es sieht böse aus. Der Regen nähert sich, vielleicht muss ich mich gleich zurückziehen. Vielleicht bleibt es auch genau dort stehen. Es sieht so böse aus. Da drüben ist schon der Regen. Kamera bekommt ihren Regenhut auf. Ihr hört mich jetzt vielleicht nicht mehr so gut. Es flackert und blitzt in einer Tour. Das Ding bei Nacht, ich schwöre, das wäre der Hammer. Na Goddammit, der Regenhut ist nicht ganz ausgereift. Rumpel. So fast stationär. Ich glaube, jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo es kritisch wird. Okay. Ich habe verstanden. Wir brechen mal kurz ab, vielleicht melde ich mich gleich nochmal wieder.
So, wir haben uns jetzt repositioniert und schau diesem fetten Ding zu. Okay, should fuck off a bit further. So, wir haben wieder ein bisschen Luft zwischen uns und das Ding gebracht. Und Alter, was ein Monster. Scheint sich sogar noch mal eine neue Shelf Cloud auszubilden, wie es ausschaut. Ich hole das mal mein Handy. Ich habe nämlich kein Internetempfang, null Radarsignal. Ich bin hier völliger Blindflug. Gleich. Tja, hätte ich in diesem Moment Radar gehabt, dann hätte ich gewusst, dass der einst sehr starke Teil der Zelle schon wieder zerfallen war. Und aus Kameraperspektive links von mir ein neuer dicker Zellkern aufgelebt hat. Der war allerdings sehr schnell unterwegs, deswegen nicht sehr gut zu erreichen. So, hier haben wir noch unsere alte Zelle, die jetzt langsam am Draufgehen ist. Und dort drüben, ganz dort hinten, ungefähr da, da ist jetzt der neue Big Boss offensichtlich. Man sieht da auch schön, wie am Niederschlagsbereich der Fraktus gehoben wird. Da wird sich wahrscheinlich auch eine Shelf bilden. Ich sehe allerdings wenig Chance, dass wir dorthin kommen rechtzeitig. Ja, ich denke, wir schaffen es nicht. Ich mache doch gar keine Anstalten mehr, diesem fetten Ding weiter zu folgen. Ich hätte es eh nicht einholen können. Deswegen stand ich einfach noch ein bisschen da und schaute der blitzenden, abziehenden Zelle zu. Wow, es ist so ruhig gerade. Man hört nur einen Vogel, sonst nichts. Es ist so fucking ruhig. Gruselig. Aber geil. Maybe. Auf jeden Fall suche ich mir da noch einen McDonald's und esse erstmal was. Ich hab Knast. Gut. Ich schalte jetzt die Kamera aus. Vielleicht mache ich sie nochmal an heute. Das wäre gut möglich und wäre schön. Vielleicht auf dem Rückweg noch irgendwas, naja. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, mit der neuen Kamera, mit dem Video, das klappt auch soweit. Hoffentlich hört man meine Stimme jetzt ein bisschen besser. Ja. Kurz auf die Autos gewartet. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Ne, mehr wollte ich nicht sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Augen gen Himmel. Vielleicht sehen wir uns ja noch. Das Beste ist, wenn der Salat mit so viel Mayonnaise überzogen ist, oder was auch immer das sein soll, dass man den Salat nicht mehr rausschmeckt. Dann weiß man, es ist gesund.
erstmal ein paar Monate in dem Auto liegen bleiben.